Hey liebe Brixies und ein herzliches Willkommen heute endlich mal wieder zu einem fantastischen Mystery Pack Unboxing und zwar dem Helden Power Pack oder dem Helden Power Nummer 9. Ich will immer Wundertüte sagen, der gute Thomas Krause hat ganz schön was bei mir angerichtet, aber hier haben wir auf jeden Fall eines von diesen wunderbaren Mystery Packs, die sich endlich mal wieder zu kaufen lohnen. Das Ganze hat nämlich ja hier, wie ihr seht, drei Figuren mit dabei. Es müssen auch drei Figuren sein, denn es gibt nichts anderes. Es gibt wirklich sechs Figuren zur Auswahl und davon bekommen wir drei Stück. Und das Ganze zum wunderbaren Preis von 6,99 €. Das heißt nicht einmal 2,50 € pro Minifigur. Und das ist der absolute Hammer. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe mit Ninjago nicht allzu viel am Hut. Aber ich habe dieses Mystery Pack aus einem ganz bestimmten Grund mitgenommen. Und zwar möchte ich unbedingt den Inferno-Soldaten haben. Der sieht so unglaublich cool aus. Ich habe dieses Pack gesehen und dachte, okay, der hier muss drin sein, sonst wird das nichts. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wir den hier heute drin haben. Der Rest ist auch schön. Ich weiß, der Eiskaiser, der ist auch ganz nett. Also der sieht auf jeden Fall ganz cool aus von dem Kopfschmuck und dem, ja, diesem Armteil hier oder dieses Schulterpolster etc. Die anderen Figuren, damit kann ich nicht so viel anfangen. Ich glaube, er hier wäre noch cool für die Teile, aber den mag ich gar nicht. Der ist mir zu langweilig und der Blizzard-Samurai, keine Ahnung, also ist jetzt auch nicht so mein Fall. Aber wie gesagt, der Inferno-Soldat und vielleicht der Eiskaiser, wenn es sein muss, aber auf jeden Fall den hier, den muss ich haben. Ich bin mal gespannt, ob wir heute eine großartige Überraschung oder eine herbe Enttäuschung hier erwarten dürfen. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine limitierte Karte Nummer 3 mit dabei, nämlich hier aus Serie 5 Next Level von, ich habe keine Ahnung, Arcade Cole steht hier, genau. Was bestimmt ziemlich cool wäre, wenn ich die sammeln würde, aber die wird bei mir wahrscheinlich dann irgendwo in einer anderen Tüte landen, wo ich die anderen Ninjago-Karten alle drin habe. Und jetzt ist auch der Moment gekommen, wir finden heraus, ob ich heute meinen Inferno-Soldaten bekommen werde oder ob es weiterhin ein Traum bleiben wird und ich vielleicht die ein oder andere von diesen Tüten noch einmal kaufen muss. Ihr glaubt gar nicht, wie gespannt ich gerade bin. Ihr kennt die Dinger ja, hier wird kein Messer benötigt, das heißt, mein Messer Hans kann ich gleich wieder zur Seite legen und wir widmen uns mal der anderen Seite. Was ich übrigens sehr, sehr cool finde, ist die Farbe dieses Mystery Packs. Das ist nämlich wunderschön in einem glänzenden Grün und hier unten sogar in einem glänzenden Gold gehalten. Ich finde das richtig, richtig klasse. Es ist übrigens eines der fettesten Mystery Packs. Nichts für ungut, liebes Mystery Pack, was ich jemals gesehen habe. Also wirklich, das ist super, super schwer. Wenn ihr das in der Hand habt, werdet ihr wissen, was ich meine. Und es ist natürlich wieder mit dem unmöglich zu öffnenden Blue Ocean Kleber ausgestattet, wie das halt immer so ist. Also ihr seht schon, der ist hier, der löst sich nicht mal von sich selbst. So lieb hat er sich. Also sowas gibt es dann eben auch. Und ich sehe schon, wir haben ganz, ganz, ganz viele Tüten hier drin. Und ein Wonder Woman oder Batman Ding hier. Das, also so ein Kartenpack. Die sind ja auch schon sehr, sehr lange aus dem Sortiment. Ich würde sagen, ich hole mal das erste Pack hier schon raus. Vielleicht hat der ein oder andere das zweite auch schon erkannt. Ich auf jeden Fall habe es nicht. Ich fühle, oh, eine Figur. Das ist ja mal was ganz Neues. Aber wir drehen es einmal um, Luigi's Mansion 3. Und das hier ist, ich habe keine Ahnung. Ach so, das ist hier dieser, Moment, wie heißt er denn? Blizzard Samurai, okay. Ja, ist jetzt nicht mein Favorit, absolut nicht. Ich glaube, sein Schulterpolster finde ich noch am spannendsten. Aber der Rest, der ist jetzt wirklich nicht das Ultimative. Darf ich mal kurz fragen, warum der falsch rum hier dran ist? Oder ist das, doch, der ist komplett falsch rum hier dran. Oder ist das was zum Wackeln? Nee, ist tatsächlich nicht. Okay, der ist einfach komplett falsch rum. Wir haben übrigens auch noch eine coole Karte von Chewbacca mit drin. Das ist auch sehr klasse. Und damit machen wir uns auch schon ans nächste Magazin. Und zwar nehme ich jetzt, okay, hier ist tatsächlich keins mehr drin, was andersrum ist. Deswegen machen wir das einfach mal so rum. Und das nächste Magazin, das hat, oh, okay, ein paar Spinjutsus hier auf der Rückseite. Und wir haben tatsächlich, ist das der hier? Nee, das ist ein anderer. Aber zumindest jemand in der Richtung könnte es sein. Wahrscheinlich irgendwie der Mitspieler von ihm hier. Und wir drehen das Ganze einmal um. Welche Figur haben wir hier drin? Okay, das hier ist der gute, wie heißt er denn? Beinloser Jäger. Okay, ja, also einen beinlosen Jäger haben wir auch mit dabei. Zumindest habe ich jetzt die Chance, ein paar Steine auszuschlachten. Weil ich meine, der Torso ist cool, der Kopf ist vielleicht auch ganz nett. Aber hier unten vor allem die Beinteile kann man definitiv verwenden. Ich glaube, das sind Tiles hier an der Seite, die nehme ich auf jeden Fall gerne. Hier ist auf jeden Fall auch eine limitierte Karte mit dabei. Das ist nicht die, die versprochen wurde. Jetzt haben wir schon zwei limitierte Karten und keine davon ist die, die hier vorne aufgedruckt ist. Also die Nummer 3. Und vielleicht wer jetzt weiß, wo die Nummer 3, in welchem Heft die drin war, der weiß schon, welches Heft das dann sein wird, was ich hier gleich rausziehe. Was ich aber cool finde, ist die Sammelkartenserie von Batman. Die ist ja nur eine rausgekommen von. Und diese Sammelkartenserie habe ich auch nicht gesammelt. Also trotzdem nett, wie gesagt, mit dabei zu haben. Aber es ist wirklich nichts, was ich überhaupt so gebrauchen kann. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Magazin, was hier mit drin ist. Und das ist sehr, sehr schwer, weil wir hier ein Stickeralbum mit dabei haben. Die Legende lebt. Und hier auf der Rückseite fühle ich schon,
keine Karte, also keine limitierte Karte. Das ist seltsam. Wir werden wahrscheinlich ein Sticker-Ding mit dabei haben, aber keine limitierte Karte. Okay. Ich fühle auf jeden Fall eine Figur und ich würde sagen, wir drehen das Ganze jetzt einfach mal um und gucken rein, was hier drin ist. Oh no! Na gut, okay, wir haben zumindest den Jay hier noch mit drin. Definitiv nichts, was ich so gut hätte gebrauchen können. Das Comic Nummer 48 ist es geworden. Nichts, was ich super gut hätte gebrauchen können, weil ich ihn nur wirklich überhaupt nicht leiden kann. Aber jetzt haben wir hier noch ein Sticker-Ding mit dabei oder ein Sticker-Dings hier mit dabei. Und halt das komplette Sticker-Album, warum auch immer. Bin ich enttäuscht? Ein kleines bisschen vielleicht, aber definitiv nicht komplett unglücklich, weil 2,33 € für die drei Minifiguren jeweils, das ist eigentlich so ziemlich nix, weil ich gerade hier diese besonderen Figuren, die sind halt super bedruckt und haben einen tollen Detailgrad. Und deswegen 2,33 €, da kannst du nichts falsch machen. Unter 2,50 € für eine Minifigur ist eigentlich schon alles top. Und dann auch noch für eine Niago-Figuren, also es ist schon mal ziemlich klasse. Trotzdem hätte ich mir natürlich sehr den Inferno-Soldaten gewünscht. Also falls irgendjemand von euch den zufällig hier draus zieht, ich tausche sehr, sehr gerne. Also falls ihr den loswerden wollt, ich möchte ihn sehr, sehr gerne haben. Falls ihr den irgendwie habt, sagt gerne Bescheid. Ansonsten, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in diesem Mystery Pack drin hattet. Würde mich mal sehr interessieren, ob vielleicht auch jemand tatsächlich den Inferno-Soldaten bekommen hat. Das wäre jetzt vielleicht nochmal mein Traum, die zu kriegen. Deswegen, ich werde vielleicht nochmal irgendwann eins davon kaufen. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich das dann bei mir machen werde, weil bei mir ja wahrscheinlich wieder überall das Gleiche drin sein wird. Wo wir jetzt gerade hier bei Magazinen sind, schaut euch natürlich auch gerne, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das neueste Lego Star Wars Unboxing an oder von dem neuesten Lego Star Wars Magazin das Review. Da ist nämlich eine wirklich fantastische Minifigur drin und die kann ich wirklich jedem empfehlen. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.